Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ich bin der Stefan und zusammen mit meinen beiden Hündinnen Akira und Atari und meinem Minicamper Cosmos fahren wir durch die Welt. Wir befinden uns immer noch auf Fuerteventura und es ist bereits die 26. Woche des Roadtrips. Ja, und wir fahren jetzt zu den Dünen von Coralejo und machen da eine schöne Strandrunde oder Dünenrunde. Und dann sind wir auch schon angekommen. Ist auf jeden Fall schon wieder eine Zeit her, so eine entspannte Hunderunde an einem wirklich herrlichen Sandstrand. Ich bin gerade bei Fred Olsen in Coralejo und wollte fragen, ob ich mein Ticket, was erst in einem Monat geht, umbuchen kann und schon etwas früher ein Ticket bekomme, weil ja mein Hund den Tumor hat und ich eigentlich gerne schneller jetzt nach Deutschland möchte. Das wäre auch gegangen, ich hätte auch nächste Woche fahren können, aber das hätte gleich 100 Euro mehr gekostet. Wohlgemerkt kostet das Ticket so schon 580 Euro. Und da habe ich gesagt, nee, da bleibe ich jetzt die 4 Wochen doch lieber hier. Wenn das jetzt 20, 30 Euro gekostet hätte, hätte ich es gemacht, aber so aber nicht. Und wir sind angekommen an unserem Stellplatz heute. Ist doch mal wieder richtig schön am Meer und sehr gelegen. Da drüben ist natürlich ein bisschen was los, aber ehrlich gesagt suche ich jetzt auch nicht ganz die Einsamkeit. Ein paar Leute in meiner Nähe, warum nicht, habe ich nichts dagegen. Und wir sind jetzt auch hier aufbruchbereit. Wir fahren jetzt zum Hafen und dann geht's ab nach Lanzarote. So, da sind wir auch wieder beim Ferncheck-in. Also ich habe jetzt 45 Euro für eine Fahrt bezahlt und das Ganze habe ich direkt in dem Fred Olsen Office in Coralejo gebucht. Wir sind angekommen an unserem ersten Stellplatz auf Lanzarote. Der Platz an sich ist ganz schön, man hat da unten so einen kleinen Strand und wir stehen auch so gut wie alleine. Das ist alles soweit gut, alles hier ein bisschen schräg, deswegen habe ich ein bisschen mit Steinen hantiert. Ich habe auch die Auffahrkeile, aber warum nicht einen Stein nehmen? Und kein Ärger bekommen wegen Camping. Auch die sind aus Plastik. Ich weiß nicht, der Untergrund ist, glaube ich, nicht so geeignet. Und bei uns gibt es heute Schweinegeschnetzeltes mit Gorgonzola und Aioli-Soße. Ja, diesmal wieder ein gelungenes Essen. Das Auto ist geparkt und wir machen heute eine Hunderunde, ein bisschen wandern gehen. Steht nichts Bestimmtes auf dem Programm und ich nehme euch mit, wie immer. Wir sind in der Nähe von Gasita. Das ist auch da, wo es diesen Kaktusgarten gibt mit den 300, 400 Kakteen, die man da besichtigen kann. Aber da war eine riesige Schlange, so von 30, 40 Leuten, die da rein wollten. Und Eintritt ist ja eigentlich eh nicht meins, von daher gehen wir hier wandern. Und hier sind aber auch riesige Kakteenfelder. Riesig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Thank you.
Was für eine Landschaft. Wir sind angekommen an unserem heutigen Stellplatz. Wenn es unser Stellplatz bleiben wird, je nachdem, ob hier Leute vorbeikommen oder nicht. Ich versperre hier auch so ein bisschen den Weg. Ich hoffe, hier fährt keiner lang, aber die Spuren sehen mir jetzt auch nicht so frisch aus. Aber diese Straße ist das Problem. Da hinten ist nämlich so eine Touristenanlage. Wir werden mal sehen. Aber ansonsten, ja, das gefällt mir gut. Da vorne ist halt noch ein Haus. Aber irgendwas ist ja immer. Wir fahren jetzt doch wieder weiter und suchen uns doch wieder noch mal was anderes, weil das war mir doch zu einsichtig und an der Straße, so halb auf der Straße auf dem Weg, da ist nur wieder Ärger vorprogrammiert. Vielleicht auch nicht, aber ich suche mir doch was anderes. Ja, wir sind doch ein paar Meter nur weitergefahren, stehen jetzt mehr im offenen Feld, nicht mit Meerblick. Also da hinten ist schon das Meer, aber das finde ich so angenehmer. Ja. Wir werden jetzt diesen schönen Ort verlassen, wo wir gestern die Ziegen getroffen haben. Die Hunde haben übrigens dabei gut reagiert. Und es stehen drei Sachen auf dem Programm: Einkaufen, Duschen und Tanken. Mal gucken, was wir davon schaffen. Und los geht's. Wir sind angekommen an unserem nächsten Stellplatz. Es ist hier so richtig schön eigentlich mit so Parkbuchten. Das Nachteil ist hierbei, da ist diese befahrene Straße, da drüben ist direkt das Meer. Aber für uns hier ist ganz gut, weil ich brauche heute mal einen Rückzugsort. Und wir laufen jetzt die Runde hier in der Gegend von Ursula und es ist richtig schön hier landschaftlich. Ist auch wieder ein bisschen grüner. Atari! Also auch wenn ich so langsam schon so ein bisschen Heimwehgefühle habe, es ist doch immer wieder schön, diese Orte zu genießen. Einfach super für die Hunde und für mich auch. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit diesen Küstenweg und man findet hier überall immer so kleine Einbuchtungen, kleine Mini-Strände. Das ist richtig schön. Heute gibt es echt mal viel zu sehen. Ich könnte die Kamera den ganzen Tag laufen lassen. Ist schon richtig geil.
Wow, wir sind angekommen an unserem Spot und das ist schon richtig geil. Es ist eigentlich zu geil. Schaut euch das hier mal an. Gut, es ist ein bisschen windig, das ist natürlich klar. Ist nichts Unerwartetes. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, das ist doch mal eine Landschaft. Oh ja, da schlägt jedes Camperherz. Wir haben gerade eben da oben gestanden, aber ich habe mich jetzt doch ein bisschen nach unten gestellt. Hier ist nicht ganz so stürmisch und da ganz oben, da wird man von überall gesehen. Von daher ist das hier, glaube ich, ein bisschen klüger. Hier fährt man nicht in den Sichtbereich von irgendwem, weil hier sind überall so Schilder, Naturpark und so weiter und so fort. Und das sieht mich auch so leer aus und das ist auch alles so schön. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wenn man mal solche Stellplätze findet. Jetzt, wo man wirklich schön Ruhe hat. Aber es ist ein Naturpark und dann kostet das eine sehr, 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 sehr hohe Strafe. Ja, das Ding ist aber zu. Das sind aber so Krater. Naja. Und ich möchte aber keine Strafe zahlen, aber ich werde es trotzdem mal riskieren und wir werden heute mal hier bleiben. Am liebsten würde ich auch morgen hier bleiben. Internet ist so, naja, ist okay. Aber hier das Ganze drumherum gleicht es aus. Überall der Feinstaub, also ich weiß nicht, ob man sieht, das ist von einem Tag, das ist nur von heute. Auf jeden Fall gibt es heute Nudeln mit einer Zwiebel, mit Knoblauch, mit einer Soße, mit Parmesan und mit Sardinen und mit Muscheln. So, und der Geschmackstest kommt auch direkt. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Es ist ein Klassiker. Guten Hunger! Und schon wieder Sonntag. Das Video, was gleich hochgeladen wird, ist auch so gut wie fertig. Dafür müssen wir aber den Stellplatz hier wechseln, weil wir haben ja hier kein Internet. Im Übrigen, ich wollte mich auf jeden Fall mal bedanken. Die ganzen Kommentare und die Likes, das freut mich sehr, auch wenn es bisher noch ein sehr kleiner Kanal ist. Es gibt auch noch viele Zuschauer, die immer noch nicht abonniert haben. Es wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Oder hinterlasst einen Like. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.